Heute geht es um Darts. Amateur gegen Profi. Wie viel Potenzial hat diese Sportart in Hannover? Und auch für Hannover 96 wurde es wieder spannend. Die zweite Liga hat begonnen. Guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die niedersächsische Landeshauptstadt kann sich guten Gewissens als Dartsstadt betiteln. Wussten Sie nicht? Der Kneipensport ist in Hannover aber durchaus beliebt. Aus Spaß am Spiel haben leidenschaftliche Dartfans sich etwas überlegt. In den vergangenen 5 Monaten haben in 5 Kneipen 50 Turniere stattgefunden. Das Besondere dabei? Hobbyspieler spielen gegen echte Profis. Am 3. August steigt dann im Darttempel in der Spichernstraße das große Abschlussturnier und Niklas Kuschkowitz hat sich vorab mit einem Bundesliga-Profi zum Pfeilewerfen verabredet. Das Megastar im Bangemannweg. Eine Eckkneipe im Hannoveraner Stadtteil Ricklingen. Asen Balay wohnt nur wenige Meter entfernt und ist oft hier anzutreffen. Balay ist Bundesliga-Profi im Darten. Das Megastar seine Übungsstätte. Fast jeden Tag, jeden 2 Tage bin ich auch hier, wie gesagt. Ne? Trainieren, wie gesagt, das ist wichtig. Ne? Und ja, 1 Stunde, 2 Stunden hier trainiere ich auch immer. Heute spielt er mit mir eine Runde. Dass der Weg vom Hobbyspieler zum Profi nicht lang sein muss, zeigt Balays Karriere eindrucksvoll auf. Du musst wissen, wie du dich gut fühlst. Wie bei dir, wie ist mit deiner Haltung, Handhaltung und so. Ein bisschen höher. Das erste Jahr, wo ich angefangen zu spielen habe, da bin ich bester Spieler geworden in meiner Klasse. Dritten Platz Abschlussturnier, gleich von Anfang an. Ne? Erste Jahr, wo ich mit Dart angefangen habe, weil ich wusste gar nicht, was das sind. Und ja, den zweiten Jahr bin ich Niedersachsenmeister geworden. Denn ein Jahr war ich nicht hier. Denn den nächsten Jahr wieder habe ich 2 Teilnahme, wie gesagt, in der Sachsenmeisterschaft und 2 Mal gewonnen. Auf die Frage, was den besonderen Reiz des Sports ausmacht, antwortet der Profi so simpel wie schön. Jeder hat ein Hobby, ne? Zum Beispiel. Und für mich ist das da das Hobby. Ich fühle mich gut, macht mir Spaß und ja, treffe ich ja auch. Ne? Aber wie bekommt man es denn hin, genau zu treffen? 80%, 90% ist in deinem Kopf. Da musst du einfach fokussieren. Zum Beispiel, ich habe bei mir so, wenn ich vor Bord stehe, ne, dann ich habe einen Tunnel. Ja. Ich weiß es nicht, was links und rechts ist und so. Ne, ich habe nur den Dartscheibe, ja. Wenn ich konzentriert bin, wie gesagt. Bei den letzten Würfen geht es zusätzlich um strategisches Geschick und mathematische Fähigkeiten. Kopf rechnen, wie gesagt, ne? Weil da sind 501 Punkte und du musst diese 501 Punkte schneller als dein Gegner in Null bringen. Ein einfaches, perfekt für Kneipen geeignetes Spiel. Und so wirft auch der Wirt des Megastar eine Runde mit. Ich muss mir die Tipps des Profis noch ein bisschen einprägen. Nach Carsharing und dem Orange-Bike-Konzept sind Ihnen vielleicht heute in Hannovers Innenstadt an einigen Ecken schon E-Scooter aufgefallen. Mehr über die ominösen Roller jetzt in unserem Nachrichten des Tages. Nach der Genehmigung von Elektrorollern in Deutschland zu Jahresbeginn hat dieser Trend jetzt auch Hannover erreicht. Das Unternehmen Tire Mobility stellt seit heute an mehreren Stellen in der Stadt die Roller zur Verfügung. Die Buchung und die Freischaltung erfolgt über eine App. Für jede Fahrt wird eine Aktivierungsgebühr fällig, abgerechnet wird per Minutenpreis. Fahrten mit den Rollern sind durch eine Haftpflichtversicherung abgesichert. Die Bebauung des Klagesmarktes schreitet weiter voran. Stadtbaurat Uwe Bodemann hat heute die Gewinner des Architekturwettbewerbs für den 2. Bauabschnitt vorgestellt. Der Abschnitt gliedert sich in einzelne Parzellen. 6 Häuser sollen am Ende eine Einheit bilden. Gewonnen haben die Entwürfe der Architekturbüros Stefan Forster, KBNK Architekten und Gruppe OMP Architektengesellschaft.
Bis zu 120 Wohnungen sollen damit laut Stadtbaurat Bodemann am Klagesmarkt entstehen. Aber es geht ja nicht nur um Wohnen in den Erdgeschossen. Zum Nikolai-Friedhof werden wir Geschäftsnutzungen haben. Im ersten Bauabschnitt haben wir eine Kita. Wir haben das Bürohaus der Hannover Wohnen. Also man kann davon reden, dass wir eine Mischung haben von Wohnen und Arbeiten. Das, was eigentlich Stadt ausmacht, werden wir auch an dieser Stelle dann neu entstehen sehen. Mit der Fertigstellung des Bauabschnitts rechnet Bodemann für spätestens 2024. Heute beginnt in Hannover das Maschseefest. Bis zu 2,5 Millionen Besucher werden auch in diesem Jahr bis zum Ende am 18. August erwartet. Dies wird für die Anwohner in Hannover zur Belastung. Darüber macht sich auch Hannovers SPD-Oberbürgermeisterkandidat Gedanken. Das Maschseeviertel muss an den besonders frequentierten Tagen vor Verkehr und Parkplatzsuchenden geschützt werden. An diesen Tagen sollten nur noch Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Lieferverkehr hineinfahren dürfen. Mit einer App will Hannovers Marketing und Tourismus HMTG den Verkehr entzerren. Die in Hannover entwickelte NUNAV-Navigation soll dabei helfen, beim größten Volksfest Niedersachsens den Autoverkehr zu steuern. Und es ist Mittwoch und deswegen ist natürlich wieder Sporttag. Bei mir heute mein Kollege Niklas Kuschkowitz. Hallo Niklas, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Wir haben heute einen kleinen Fußballtag vorbereitet. Fast, es gibt noch was anderes, aber wir fangen an mit der zweiten Bundesliga und Hannover 96. Letztes Wochenende ging es los und kommendes spielen sie gegen Jahn Regensburg. Wie sieht's aus? Haben die Roten eine Chance? Genau, der Saisonauftakt gegen den VfB Stuttgart ging ja verloren. Ich war letzte Woche in der Pressekonferenz und habe den Trainer Mirko Slomka mal gefragt, warum er denn Stuttgart eigentlich als Topfavorit in der Liga sieht. Da hat er gesagt, naja, also hat mir einfach den Kader einmal vorgelesen. Ich habe mir jetzt mal den Spaß erlaubt und habe mal den Marktwert der Mannschaften Hannover 96 und Jahn Regensburg gegeneinander gerechnet. Und Hannover 96 hat einen Marktwert von 59,1 Millionen und Jahn Regensburg von 10,2 Millionen. Das heißt, Hannover ist auf jeden Fall Topfavorit in diesem Spiel. Jahn Regensburg hat aber am Wochenende 3:1 gegen Bochum gewonnen. Die werden auch nicht so schlecht eingeschätzt. Und Hannover hat vorne so ein bisschen das Problem. Jetzt am Freitag stand Hendrik Weidand, der Topstürmer bei 96, so ein bisschen vorne alleine rum. Da hat Slomka jetzt schon gesagt, da müssen wir reagieren, das geht so nicht. Henne vorne allein reicht nicht und will dann mit Soto und mit Duxch noch andere Perspektiven schaffen. Genau, also ich denke mal, dass Hannover 96 das machen sollte, aber in der letzten Saison wurden wir auch überrascht, da ja, hätte der Kader eigentlich auch gereicht für mehr. Wir werden sehen, wenn sie wieder ein Eigentor geschenkt kriegen, dann wird es noch leichter. Wir kommen zum Inlineskater-Hockey in der ersten Bundesliga am Samstag um 18.30 Uhr in der Wedemark-Sporthalle Mellendorf. Treffen die Bissendorfer Panther auf den SHC Rockets Essen. Wie sieht's da aus? Genau, die Bissendorfer Panther wollen unbedingt in die Playoffs, stehen auch gerade noch auf dem letzten Playoff-Platz, also auf Platz 8, haben aber nur einen Punkt Vorsprung vor dem 9. Und mit Essen kommt jetzt der Tabellenführer. Also das ist ziemlich schwer und die Bissendorfer Panther haben die letzten 5 Spiele verloren. Das ist keine leichte Nummer, aber mit der Unterstützung der Heimfans ist auch da immer was drin. Also die machen das zu Hause immer zum Hexenkessel. Deswegen ist alles drin. Wir kommen zurück zum Fußball und zwar gucken wir in die Regionalliga. Der TSV Havelse empfängt zu Hause am Sonntag um 14 Uhr den SC Weiche Flensburg. Wie sieht's da aus? Genau, jetzt leiden wir ein bisschen darunter, dass heute erst Mittwoch ist, weil heute Abend ist der zweite Spieltag. Da spielt Havelse gegen Drochtersen-Assel. Da kenne ich auch noch den einen oder anderen aus meiner aktiven Zeit. Das ist keine schlechte Truppe. Die haben auch schon im DFB-Pokal letztes Jahr gegen die Bayern gespielt und sich da ganz gut geschlagen. Sind auch dieses Jahr wieder dabei und müssen gegen Schalke ran. Genau, das Spiel ist wie gesagt heute Abend und am Sonntag ist dann schon der dritte Spieltag. Havelse hat zum Auftakt ein Unentschieden gegen den Aufsteiger vom HSC, auch aus Hannover, geholt. Man weiß, glaube ich, noch nicht so richtig, wo man steht, aber ja, Saison ist ja noch jung. So sieht's aus. Wir gucken weiter auf den Fußball und zwar in die Landesliga. Am Samstag um 16 Uhr empfängt der FC Wunstorf TSV Burgdorf. Fast schon ein kleines Derby. Für wen stehen die Karten besser? Ja, das ist eine gute Frage, weil Wunstorf ist aus der Oberliga abgestiegen. Das heißt, eigentlich würde man ja behaupten, okay, ein Oberliga-Absteiger in der Landesliga,
sichere Nummer, da müsste es doch wieder hochgehen. Aber andererseits zählt natürlich auch immer so ein bisschen die Erfahrung in der jeweiligen Liga. Und Burgdorf, ich habe mal nachgeschaut, sind seit 2006 ist der Verein in der Landesliga, haben also gute Erfahrungen, was ja, diese Spielklasse angeht. Ist auf jeden Fall eine interessante Begegnung. Die Burgdorfer waren letzte Saison auf Tabellenplatz 6, also auch gar nicht so schlecht, irgendwo oberes Mittelfeld. Ich glaube, da ist alles drin. Ich sehe aber den Wunsdorf leicht mit der Nase vorn vor dem Spiel. Wir sind gespannt. So viel zum regionalen Sport von Niklas Kuschowitz. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen. Die zweite Fußball-Bundesliga ist am Wochenende gestartet. Mit dabei natürlich auch Hannover 96. Und in den letzten Jahren hat sich der Verein als wahrer Fahrstuhlclub, der zwischen den ersten und der zweiten Liga hin und her pendelt, etabliert. In dieser Saison soll abermals der direkte Wiederaufstieg gelingen. Und Trainer Mirko Slomka hat vor dem ersten Spiel gegen den Mitfavoriten vom VfB Stuttgart eine letzte Wasserstandsmeldung abgegeben. Am Ende stand ein knappes 1:2 gegen den VfB Stuttgart im ersten Spiel der neuen Saison. Hier hatte 96-Trainer Mirko Slomka das Spiel noch vor sich und gewusst, dass es gegen die Schwaben schwer werden würde. Also das ist schon ein sehr, sehr gut besetzter Kader. Deswegen sind sie für mich auch Favorit in der Liga. Und darüber hinaus haben sie natürlich auch noch, sagen wir mal, eine Menge Möglichkeiten drumherum, im ersten Jahr gleich wieder hochzugehen. Schon in der vergangenen Saison, damals noch in Liga 1, haben nicht wenige Experten den VfB Stuttgart sogar als künftigen Europa-League-Club gehandelt. Daraus geworden ist aufgrund vereinsinterner Unstimmigkeiten dann nichts. Die Gefahr der Unruhe schätzt Slomka beim VfB aber nicht höher ein als woanders. Das hängt, glaube ich, von den Ergebnissen ab. Das ist normal. Wenn es nicht läuft, ist es sicherlich in Stuttgart auch unangenehm. Wenn es hier nicht läuft, wird es auch unangenehm. Wenn es in Hamburg nicht läuft, auch. Oder in Nürnberg oder egal, in Bochum, St. Pauli, egal welchen Verein sie nehmen. Wenn es nicht läuft, ist es überall unruhig. Mit seinem eigenen Arbeitsumfeld ist Slomka sehr zufrieden. Ich habe großen Spaß daran, mit Jan und auch mit Alexander Klitzbehrer, der als Assistent fungiert, zu diskutieren, versuchen, Dinge abzuwickeln, einzuleiten. Zu klären, alle Abläufe müssen gut funktionieren und das alles kriegen wir super hin, finde ich. Was die Torwartsituation angeht, könnte man sich ein unnötiges Problem eingekauft haben. Ron-Robert Zieler ist als Nummer 1 gesetzt. Michael Esser hat nach einer guten letzten Saison eigentlich keine Lust, jetzt in Liga 2 auf der Bank zu sitzen. Philipp Czauner ist schon so gut wie in Leipzig. Slomka arbeitet mit dem Status quo. Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass der Michael Esser auf der Bank ist, dass er mitreist. Erstens mal ist er jetzt wieder in einer sehr guten Verfassung nach seiner langwierigen Kopfverletzung, Gehirnerschütterung und macht einen sehr guten Eindruck. Und ich denke, dass es jetzt auch nicht gut wäre, den Czauner auf die Bank zu setzen, weil er weiß, dass er normalerweise, wenn sich die beiden Clubs einigen, dann auch den Verein wechseln wird. In dieser Woche dann die Nachricht von Martin Kinds Rückzug, eine Ausnahmegenehmigung der 50+1 Investorenregel erstreiten zu wollen. Der Geschäftsführer der Profiabteilung verhandelt jetzt mit dem neuen Vorstand über die Vereinszukunft. Vielleicht hängen klubinterne Unruhen ja doch nicht nur von den Ergebnissen ab. Und zum Schluss geht's noch um Fahrräder. Brauchen Sie zurzeit einen neuen Drahtesel? Dann sollten Sie sich die Frage stellen, ob auch ein neuer alter eine Lösung ist. Denn morgen und am 8. August finden in Hannovers Stadtpark am Kongresszentrum noch einmal Fahrradversteigerungen statt. Etwa 25 Räder werden pro Termin angeboten und können gegen Bares von der Landeshauptstadt ersteigert werden. Eine Gewähr für Verkehrssicherheit oder die Freiheit von Mängeln wird allerdings nicht gegeben. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Dann mit meiner Kollegin Renate Scheiblich. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.